vor. Na, wie geht's dir heute? Hallo Kalle. Naja, geht so. Och, ich dachte, wir wollten zusammen eine Wanderung machen. Und dann geht so? Wanderung? Haben wir das gesagt? Ja, das hatten wir gesagt. An die frische Luft und ein bisschen auf den Berg und so. Auf den Berg auch noch. Das ist total anstrengend. Und warum überhaupt? Och Mensch, frische Luft ist doch gut. Hast du selber gesagt, frische Luft tut immer gut. Ja, so allgemein ist das auch so. Aber heute, ich weiß nicht. Och Mensch, Pastor, was ist denn mit dir los heute? Ach, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie genervt und alles ist doof irgendwie mit Corona. Und ich kann keine Kinder sehen und ach, keine anderen Leute und man kann nirgendwo hin und alles doof irgendwie. Oh Mann, das klingt aber nach mieser Laune. Da müssen wir aber irgendwas tun. Ach, da muss tun. Ich aber mal nachdenken. Naja, ich bin ja nicht umsonst Kalle das Kamel. Ja, aber man darf doch auch mal mies gelaunt sein. Das stimmt. Aber trotzdem müssen wir irgendwas tun. Ja, und aber was? Ich würde ja nicht Kalle das Kamel heißen, wenn mir nicht irgendwas einfallen würde. Oh. Weißt du noch, dass Geschichten immer total gut sind? Geschichten sind super. Ja, Geschichten sind auch super, aber heute ist mir gar nicht nach einer Geschichte. Nun warte mal ab. Wieso weißt du was? Ich habe eine Idee. Wieso du willst eine Geschichte erzählen? Das hatten wir Kalle, ja noch nie. Kalle hat eine super Idee. Och. Ich erzähle dir die Geschichte von Elia. Elia? Wer ist das denn? Oh Mann, ey, warte doch mal ab. Wer kennst du den denn schon wieder? Also, das ist alles lange, lange her. Aber ihr wisst ja, dass Kalle ein uraltes Kamel ist. Das stimmt. Und ich habe schon sehr viel erlebt und kenne ganz viele Leute. Und ich kenne auch Elia. Ich bin nämlich damals vor ungefähr 4000 Jahren mit ihm Kalle unterwegs gewesen. Das wird mir ja eine schöne Flunkergeschichte. Ja, ist alles wahr. Ist alles wahr. Und ich meinst will dir du mal eigentlich den Elia aus der Bibel? Von dem habe ich schon gehört. Ja, und ich will dir mal was sagen. Der war nämlich auch total genervt. Kann ich verstehen. Der hatte sich nämlich gestritten mit einer Königin ganz doll. Und dann hat er gedacht, alles doof. Er hatte ganz doll für Gott was getan und alles war doof. Kann ich verstehen. Manchmal und ist alles doof. Genau, alles doof. Und weißt du, was Elia gesagt hat? Nee. Ich kann nicht mehr. Und genau. Ich will nicht mehr. Genau. Ja. Ist es doch. So war es bei Elia. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Nee. Hat er eine lange, lange Reise gemacht und ist in die Wüste gegangen. Klingt anstrengend. Und in der Wüste, das kann ich euch sagen, ich bin nämlich total erfahren, da ist es heiß und man hat gar nichts. Nichts zu essen und nichts zu trinken. Und da saß er nun und hat sich einen Busch gesucht und wollte gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Du weißt du was, Kalle? Das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Und nun will ich dir mal was sagen. Ich werde die Geschichte erzählen, wenn wir auf den Berg gehen. Dann erzähle ich dir, wie es weitergeht. Wie? Also ich soll jetzt mit dir auf den Berg gehen, damit ich die Geschichte weiterhöre? Ja. Das hast du ja toll dir ausgedacht. Ja, finde ich auch. Wirklich super. Tja. Aber erst haben wir ja noch eine Aufgabe. Aufgabe auch noch? Ja. Hier an der Kirche. Ja. In Holzhausen. Aha. Wir haben nämlich hier was hingestellt und ihr Kinder könnt hier was aufmalen, wie ihr euch gerade fühlt. Vielleicht fühlt ihr euch ja wie, ich kann alles und ich will alles. Oder ihr fühlt euch wie, ich kann nicht mehr und will nicht mehr. Dann könnt ihr das hier hinmalen. Ja, so. Also ich weiß, was ich da hinschreiben würde. Ich würde da hinschreiben, heute ist alles doof. Das kannst du tun, ja. Aber und wir werden mal sehen. Vielleicht schreibe ich auch noch was anderes dahin.
Ja, und nun gehen wir erstmal los. Jawohl, und los geht's. Also, hier in der Ecke, neben der Tür zum Kirchturm, gibt es eine Kiste. Und darin befinden sich Straßenmalkreiden. Und damit könnt ihr hier auf den Boden malen. Nicht an die Kirche, aber auf den Boden vor der Kirche. Wie ihr euch fühlt, wie das ist, wenn man sich blöd fühlt, wie ihr euch das denkt. Und danach könnt ihr euch auf den Weg machen zum Limberg. Da geht ihr hier hoch und dann da hinter dem Haus weiter in den Wald. Und dort sehen wir uns wieder. Boah, das war aber jetzt anstrengend. Hier sind wir von der Kirche hier bis zur Schutzhütte im Limberg gewandert. Den Berg hoch von Babel und dann abgebogen in den Wald. Och ja, ist ja schön hier im Wald, die Bäume. So ein bisschen wie in den Tropen. Aber also, anstrengend war das. Mensch, Kalle, hältst du das denn eigentlich aus? Das war herrlich. Ich bin heute voller Saft und Kraft, so wie der Wald auch. Ach. Das ist wirklich schön hier. Und es ist wie in der Geschichte. Elia ist in die Wüste gegangen und er saß unter einem Wacholderbusch. Und guck mal hier. Das ist aber kein Wacholder. Ich würde sagen, ist eher eine Buche. Aber trotzdem schön. Stimmt. Also unter einer Buche. Und weißt du, was dann passierte? Also ich glaube, er war hundemüde und musste erst mal schlafen, so ähnlich wie ich jetzt hier. Ja, da hast du recht, aber du musst weiter zuhören. Also, der hat erst mal geschlafen, tief und fest. Der war nämlich ganz erschöpft und müde. Kann ich verstehen. Und dann geschah etwas ganz Besonderes. Es hat ihn jemand angestupst. Ein Kamel. Und das war ein Engel. Ein Engel? Ja, ein Engel, ein richtiger, waschechter. In der Wüste? Ja, ein waschechter Wüstenengel. Och, und der hat zu Elia gesagt, steh auf und iss und trink. Ja. Und jetzt guck mal, was so hier passiert. So einen Engel bräuchte ich auch. Oh, eine Hand, die mir was zu essen und zu trinken reicht. Also ich werde ja gleich auch ein paar frische grüne Blätter hier essen. Lecker, lecker. Aber ihr könnt Gummibärchen essen. Hier im Wald? Ja, das könnte sein. Das könnte passieren. Elia ist wieder eingeschlafen. Hm. Der war so kaputt und erschöpft. Verständlich, sehr verständlich. Schlafen und ist herrlich. Hat geschlafen und geschlafen, tief und fest. Und dann hat ihn wieder jemand angestupst. Schon wieder dieser Engel? Schon wieder dieser Wüstenengel. Ach. Das war ein echt netter. Ein echt netter Wüstenengel. Hm. Stimmt, Engel sind ja meistens sehr nett. Meistens, ich glaube immer. Hm. Wenn man einen Engel trifft, dann merkt man das, weil sie so nett sind. Und der Engel hat zu ihm gesagt, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Na gut, ich esse was. Hm. Und fühlst du schon was? Hm. Und jetzt noch einen weiten Weg? Denn wir haben auch noch einen weiten Weg vor uns. Hm. Wo geht's denn hin, Kalle? Tja, wir werden jetzt zum Limberg hochgehen, hier den Wanderweg hoch. Herrlich. Und oben erzähle ich dir den Schluss von der Geschichte. Eins kannst du mir vielleicht schon verraten. Musste der Elia denn auch auf einen Berg? Elia musste auch auf einen Berg. Oh. Ja. Und wie lange war der denn unterwegs? Ja, so, also 40 Tage, glaube ich. 40 Tage und sind wir etwa auch so lange unterwegs? Nein, so lange dauert es nicht. Nur ein kurzes Stückchen. Dann bin ich ja beruhigt. Herrlich, jetzt brauche ich auch ein paar Blätter. So, lass uns weitergehen. Los geht's. Ja, Kinder, ihr möchtet euch vielleicht auch stärken, wenn ihr schon hier hochgewandert seid. In der Schutzhütte im Limberg, hier, gibt es nämlich eine Kiste. Und die ist für die Kinderkirche. Und darin befinden sich doch wahrhaftig Gummibärchen für euch. Da müsst ihr dann mal schauen.
ob ihr die findet. Und dann könnt ihr euch nach der anstrengenden Wanderung damit stärken. Und dann geht's weiter hoch zum Berg. Puh, das war aber jetzt ganz schön anstrengend, hier hoch zu wandern. Fast so wie bei Elia, obwohl der ja 40 Tage unterwegs war. Ja, aber es war doch auch schön, oder? Hier auf den Berg rauf. Und wie geht's dir jetzt? Kalle, weißt du was? Du hast recht gehabt. Das war wirklich eine schöne Wanderung und es geht mir schon viel besser. Obwohl es sogar regnet und wir hier im Regen stehen und trotzdem gute Laune, oder? Ja, trotz Regen gute Laune, aber Regen ist doch auch gar nicht so schlecht. Ja, und jetzt stell dir mal vor, Elia. Ach ja, der genau. Der hatte wahrscheinlich keinen Regen, aber der ist 40 Tage und 40 Nächte gewandert. Mit dem Brot und dem Wasser, das er von dem Engel bekommen hatte. Ja. Das ist doch super. Und dann ist er auf den Berg rauf. Stell dir mal vor. Weißt du was? Ich weiß sogar, wie der Berg heißt. Ha, puh, wie heißt er denn? Horeb. Ach, Horeb. Ja, hätte ich natürlich auch gewusst. Ja. Ist mir nur gerade nicht eingefallen. Und dann ist er auf den Berg rauf. Und da sollte Gott sein. Aber wo war Gott? Tja. Also hat Elia sich erstmal in eine Felsspalte gestellt. Ja. Und dann? Dann ging es aber los. Dann kam ein riesiges Erdbeben. Ganz, ganz doll. Aber das war doch total gefährlich. Das war gefährlich. Aber Elia war ja zum Glück in der Felsspalte. Und das hat gedonnert und gerumpelt und was weiß ich. Oh. Boah. Und dann war das vorbei. Aber Gott war nicht da. Und dann kam ein Sturm. Und dann hat das gebraust wie verrückt. Und gebraust und gebraust. Und lass mich raten, Gott war nicht im Sturm. Nee. Der ist war nicht da. Im Sturm. Der war nicht im Sturm. Also war nicht im Sturm. Hat ihn aber vielleicht geschickt. Und dann hat das so ein bisschen gesäuselt. So ein ganz bisschen. Ganz bisschen. So ein ganz bisschen. Und war Gott da drin? War nee. Gott da? Nee. Und dann passierte was. Ach, bin ich aber gespannt. Ja, so was ganz Leises und Vorsichtiges. Also so was wie. Also, wenn man so in der Wüste ist und es gibt nur so ein bisschen wie ein Hauch. Aha. Und war Gott da drin? Vielleicht hat Elia da eine Stimme gehört aus diesem Säuseln. Ja, so war das. Hab ich's gar mir nicht doch in gedacht. Dem lauten und donnerigen und nee. Dem riesigen Sturm, sondern in dem ganz, ganz leisen. Und da Gott, spricht Gott. Ja, und so spricht Gott. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Und hat zu ihm gesagt, Kalle, genau, Elia, nun geht's weiter. Jetzt kannst du weitermachen. Ach. Und Elia hat gesagt, jo. Und jo. Dann, jo. Glaube ich so, ungefähr. Ungefähr so. Jo. Ja. Und dann ist er wieder losgegangen und konnte wieder Prophet sein und konnte wieder was sagen und konnte den Leuten helfen und konnte Wunder tun und alles Mögliche. Aber das muss man dann nochmal extra erzählen. Na, das ist ja eine super Geschichte. Ja. Der Elia geht also zu dem Berg und da ist dann ein Erdbeben und ein Sturm und ein Säuseln. Und das alles ist noch nicht Gott. Und dann hört er Gott und der gibt ihm einen neuen Auftrag, der ihm neuen Mut macht. Ja, und dann das hat er ja neue super. Kraft. Das ist doch total gut. Das ja. ist super. Das ja, was ich, machen die das, Kinder jetzt? Ja, da kann ich dir was sagen. Da haben wir nämlich vorher schon dran gedacht. Stell dir vor, hier an der Burg, unter der Treppe, wo man da hochgehen kann, da gibt es wieder eine Kiste. Und in dieser Kiste sind kleine Holzscheiben. Und da ist ein Faden dran. Und da ist auch was zu malen. Und ihr könnt dann eine Holzscheibe bemalen zu der Frage, was gibt mir Mut und was macht mich stark? Vielleicht fällt euch da was zu ein. Ach, da fällt euch bestimmt was ein. Oh, da kann man was draufschreiben, was draufmalen und dann könnt ihr das hier im Wald da hinten an die Bäume hängen. Und dann können sich andere Leute das auch noch angucken. Und ich glaube, das sieht hinterher ganz, ganz schön aus. Wollt ihr das machen? Das ist ja super. Viel Spaß dabei. Und wir gehen jetzt mal wieder runter den Berg, oder? Wir gehen jetzt den Berg wieder runter, genau. So, okay. Also, tschüss.